Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernbus Simulator. Wir sind in Stralsund und wollen nach Selin. Und das Ganze machen wir. Und ich bin total gehypt, weil die Ortschaften sehen alle so süß aus und weiß nicht. Und außerdem kommen wir jetzt an einer Sehenswürdigkeit vorbei und das finde ich auch total toll, dass uns das mal passiert. So, warte mal, ich muss mal kurz Motor starten. Habe ich die Tür eigentlich noch auf? Oh. Tür zu. Ja. Warte mal, ich zeige euch das mal. Warte mal, jetzt machen wir erstmal Stralsund-Selin. 9 Uhr. Ach so, wir sind ganz schön wieder früh, ne? Na egal. Fahrt starten. Ich mache mal auf M. Und dann gucken wir mal. Und zwar sind wir jetzt hier. Und wir fahren direkt über die Brücke, über diese Zielgrabenbrücke. Und da bin ich jetzt mega gehypt. Mit tanken müssen wir nicht, also alles klar. Wir kommen hier an. Und dann müssen wir an der Haltestelle da hinten mal hinschauen, weil laufen können wir ja wahrscheinlich nicht, zu der Seebrücke. Das alles ist jetzt geplant. Oh. Okay. Und los geht's, Leute. Ich muss aber zurückfahren erstmal. So geht das ja nicht. So, und ich hoffe, das reicht schon. Fahrt starten habe ich ja gemacht, gell? So, ich mache einen großen U-Turn. So, hier ist ja wenigstens keiner. Und dann fahre ich hier wieder zurück. Das ist der Plan. Oh je. Apropos zurückfahren. Ich glaube, ich sollte einfach jetzt rausfahren. So, der muss warten. Vielleicht lässt er mich. Anscheinend ja. Guck, so macht man das. Mega. Bloß jetzt keinen Unfall bauen. So. Oh, die Ampel gefällt mir. Die Ampel ist lange grün gewesen. So, Leute. So, und jetzt geht es da wieder nach rechts. Und wie gesagt, ich finde, das haben sie richtig, richtig schön eigentlich gemacht, ne? So, kleines Örtchen und so weiter. Da ist eine Brücke, da ist eine Brücke. Weil ich ja schon gesagt habe, irgendwie sieht so alles fast gleich aus, aber finde ich gar nicht so krass, ne? Also diese Ortschaft ist wieder sehr, sehr schön gemacht. Und ich bin jetzt echt gespannt. Da habe ich aber wieder vergessen, wie die Brücke heißt. Naja, Ziegelbrücken, glaube ich, ne? Oder sowas. Guck mal hier. Einwandfrei. Wir kriegen doch alles hin. Movie Time. Guck mal, da ist ein Kino. Das ist ja lustig gemacht. So, weiter geradeaus. Oh Gott, ist das süß. So. So. Anhalten. Und dann kommt die Brücke. Warte mal, lass mich nur mal kurz. Jetzt muss man halt immer wieder ranzoomen. Wie heißt die Brücke nochmal? Ja, genau. Guck, da kommt sie. Ziegelgrabenbrücke. Diese Sehenswürdigkeiten, die haben die ja erst im Update hinzugefügt. Das gab es beim Fernbus-Simulator ja eigentlich bis vor kurzem überhaupt nicht. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir die jetzt auch so erreichen.
Exzellent. Na, 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 na. Leute, es geht los. Oh, Warnschranke? Warnschranke? So, und jetzt hier rum. Und jetzt sind wir aus Stralsund draußen. Und jetzt fahren wir über die Brücke, Leute. Jetzt fahren wir über die Brücke. Genau hier. Oh mein Gott. Leute, wir müssen kurz anhalten. Ich weiß, das macht man normalerweise nicht. Umschauen. Ist das cool. Herzlich willkommen. Insel Usedom. Oh mein Gott, Leute. Ist das geil. Und wir fahren dann zurück über die andere Brücke hier links. Ist das cool. Leute, Sehenswürdigkeit. Und neben uns die Eisenbahnstrecke. Wie geil ist denn das, bitteschön? Weil man kann sich ja eigentlich nicht so richtig Routen machen. Alter, wie geil ist das denn? Warte mal, lass mich noch mal kurz anhalten. Ist das geil. Okay, Leute, weiter. Das ist der Sehenswürdigkeitenbus. Auf der rechten Seite sehen Sie nur 43 Kilometer noch. Muss aber geradeaus. Ist das cool. So, krasse Kurve, ja. Ja, ich bin bereit. Bin bereit. Okay, und jetzt rechts. Oh, oh. Oh, haben wir hinbekommen. So, jetzt geht's nochmal kurz auf die Autobahn. Puh. Aha. Aha. So, da kommt auch kein Auto. Hier ist 120. Ist das cool, Leute? Ist das cool? Schnuckelig, ja? Ja, der fährt jetzt bestimmt raus. Wusste ich. Wusste ich. Oh Gott. Das hätten die aber auch besser machen können, oder? Ich hätte gerne das Lenkrad mittig. Das geht nicht. So, 24 Kilometer. Stellen.
Jetzt wird's einspurig. Aber wie vorsichtig ich fahren kann. Strecke zieht sich ganz schön, gell? Aber guck mal, wie schön die das gemacht haben. Das ist schön designt hier. Das gefällt mir. Das gefällt mir so gut. Hier ist 60. Sind wir da, oder was? Oh, Selen. Oh, wie cool. Oh, da war ein Blitzer. Habt ihr es gesehen? Guck mal, die Häuschen, wie süß. Da ist schon wieder ein Blitzer. Blitzen die hier gerne? Ja, blitzen die hier gerne, die Leute? Das Häuser, ey. Oh, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht müssen wir aussteigen und irgendwo hinlaufen. Wir haben eigentlich auch genug Zeit. Wir sind ja sehr früh jetzt am Start. Nur noch 7 Kilometer. Müssen wir mal gucken. Hier jetzt abbiegen. Guck mal, der ist voll dagegen gefahren, Leute. So, jetzt bin ich gespannt, wie ich fahren muss. Ich muss mich ja nach der orangenen Linie richten. Auch voll schön gemacht irgendwie. Aber sehr viel Verkehr, ne? Fünf Kilometer noch. Oh mein Gott. Ich bin jetzt in Ortschaften, da war ich noch nie. Ist auch nicht schlimm. Aber mit so einem riesen Bus durch so eine kleine Ortschaft zu fahren, ist schon übel, ne? Okay. Sind alles große Hotels, ne? Sieht so aus hier. So, und jetzt müssen wir uns hier anstellen und warten, bis die Ampel grün ist. Und da vorne sollte das Meer sein, oder, Leute? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es sehen. Wir werden uns ein bisschen umgucken. So, ganz normaler Verkehr, alles gar kein Problem. Ja, ja, das bin ich schon gewohnt, dass du bremst. Was ist los mit euch, Leute? Vorsichtig. Flup. Und flup. So. Und jetzt nach links. Und die Devise heißt... Umgucken, das stört mich dann immer, das dauert mir zu lang. Und wir sind an der Haltestelle! Mega! Boah, wie süß! Zellen freigeschaltet. Wie geil! Leute! Motor aus! Motor aus wie Gina Haus. So. Komm, Deckel auf.
Der Rest steigt aus, die checke ich noch ein. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Danke. Ja. Hallo? Hier, mein Ticket. Dankeschön. Bitte schön. Mahlzeit, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Nach Halle war ich nicht. Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Nee, du wolltest bei mir das falsche Ticket buchen. Vielen Dank. Guten Tag. Da fahre ich aber nicht hin. Bitte schön. Ach, Moment mal. Das ist ja gar nicht meine Richtung. Nee. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Bitte. Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Paderborn? Was sind das alles für falsche Kanäle? Ich bin in den falschen Bus eingestiegen. Hallo? Hier, mein Ticket. Danke. Bitte. Moin, das Ticket. Bitte schön. Auf geht's. Oh, da ist noch einer. Hier ist mein Ticket. Danke. Bitte. Wollen wir noch? Ach, hier Servus, haben wir noch. Fahren Sie in meine Bahnhof Richtung? Bahnhof Kassel? Könnten Sie das Ticket stornieren? Grüezi, es ist gar Ticket. Nicht die richtige Linie. Vielen Dank. Oh, nee, da ist er. Hallo, ist das gültig? Danke sehr. Bitte. Sag mal hier, wir haben 4 Leute, die falsches Ticket haben. Sind die bekloppt? So, ausstehend haben wir keinen. So, wir haben 9.51 Uhr. Ja, wir haben nur genug Zeit. Okay, Leute, lasst uns ans Meer. Wir laufen da lang jetzt. Ich sag bloß, es ist die Brücke, die meinen. Warte mal, lass uns mal gucken, wie die heißt. Wir laufen da doch jetzt auch hin, gell? Die Seebrücke. Leute, die Seebrücke. Guckt euch das mal an. Da komme ich nicht hin. Ich kann nicht weiterlaufen. Aber guckt euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Wieso kann ich denn da nicht langlaufen? Nee, ich kann da nicht langlaufen. Und wieso tun sie es einen als Sehenswürdigkeit dann rein? Wenn man da gar nicht hinkommt? Ich komme auch nicht zu den Strandkörben. Ist das schön. Ah, ich sehe. Das ist nur ein Fake. Was ist, wenn ich jetzt ins Wasser gehe? Ich will zu dieser Sehenswürdigkeit, Leute. Ich lauf da jetzt hin. Wir sind zu einem Fisch geworden. Wenn es schon eine Sehenswürdigkeit gibt, möchte ich auch irgendwie dahin kommen. Die hätten jetzt es also irgendwie so machen können, dass wir doch wenigstens über diese Brücke dahin kommen, oder? So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Seebrücke. Das sind wir. Ist das lustig? Mit dem Bus hätte ich da auch nicht hingekonnt, ne? Seebrücke. Die Leute, die es jetzt kennen, die werden sich wahrscheinlich gerade totlachen, dass ich jetzt hier rumlaufe. Und guck mal, da hinten ist ein Dampfer in den Wolken. Das ist lustig. Die Seebrücke. Die Seebrücke. Ich lache mich tot. Näher ran kann ich leider nicht. Das ist totale Alpha-Wand. Doof, oder? Naja. Okay, Leute, dann haben wir das wenigstens geschafft. Die anderen Leute haben wir eingecheckt. Ich laufe jetzt wieder zurück und in der nächsten Folge geht es weiter mit unserer Route. Wir haben jetzt die Sehenswürdigkeit hier entdeckt. 2 verschiedene. Wir sind jetzt der Touristenbus, der Sehenswürdigkeitenbus heute geworden.
Ich finde es gerade echt sau lustig, dass ich hier im Meer rumwarte und das alles aussieht wie eine schöne Blumenwiese. Können wir ja auch mal gerade kurz gerne mal zusammen genießen. Ist das lustig? Joloihü. Oh. Bloß ich komme da jetzt nicht hin. Muss den ganzen Weg wieder zurück oder was? Nein. Kann ich hier durch? Nee, kann ich auch nicht. Okay, ich beschleunige das Ganze mal, ne? Dinge. Ich sehe Dinge. Seht ihr sie auch? Ja, wie gesagt, echt schade, dass man da nicht hinlaufen kann. Da hinten das Schiff. Ja, okay. Aber wir konnten es wenigstens irgendwie dann doch zu Fuß erreichen. Aber ist wahrscheinlich so gedacht, dass man es sich von hier aus halt angucken kann. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Da man halt leider auch mit dem Bus da nicht hinkommt, aber ist ja klar. Aber zu Fuß eben auch nicht. Aber so ein bisschen schade. So, prima. Was ich noch ausprobieren wollte, kann ich Fahrrad fahren? Nee, kann ich nicht. Super. Dann haben wir es jetzt geschafft. Und es ist 9:58 Uhr, siehst du, das passt. Sind wir immer noch, sind wir immer noch pünktlich. Um 10:18 Uhr müssen wir losfahren. Und wir fahren aber da jetzt los, also dann in der nächsten Folge nach Ahlbeck und müssen dazwischen eine Pause einlegen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge.